Ja, wie eigentlich mit jedem Gegner haben wir uns natürlich auch mit denen intensiv beschäftigt. Schon eigentlich ja, leider für den Kollegen vor der Beurlaubung von dem Jürgen Seeberger. Mit einem anderen Trainer, sowohl das Spiel 60 München unter den Interimstrainer Konrad. Und dann die letzten beiden Spiele, letzte Woche Markus Feldhoff selber im Pokal in Frankfurt. Und ich war am Montag nochmal Zeuge des Spiels in Düsseldorf vor Ort, weil dann natürlich immer. Ja, ein ganzes Spielfeld sieht und besser als Fernsehen. Haben uns aber gestern auch noch mal das Heimspiel Markus und ich angeguckt, DVD gegen 60 München. Die haben ja auch schon alle Facetten in dieser Saison gehabt. Stadioneröffnung, wenn man weiß, Tivoli, immer leidenschaftliche Fans, immer positiv, immer seine Mannschaft nach vorne treiben, verlieren im Eröffnungsspiel das lang ersehnte Stadion 0-5.